macht Ihr Möbelhaus Steinzeittrainings? Was sind Steinzeittrainings, fragen Sie jetzt vielleicht. Steinzeittrainings sind die üblichen Einarbeitungs- und Trainingspläne nach dem Motto Zuschauen und Nachmachen. Was ist das Problem bei Zuschauen und Nachmachen? Und warum ist das steinzeitlich, fragen Sie sich jetzt vielleicht. Stellen Sie sich vor, Sie sind Faustkeilmacher in der Steinzeit und Ihr Job ist, aus Feuersteinen praktische Werkzeuge zu hämmern und Sie wollen einen neuen Mitarbeiter einarbeiten. Damals war die einzige Chance, die sie hatten, den einzuarbeiten, der musste zuschauen und nachmachen. Es gab keine Schrift und es gab noch nicht mal die Sprache, wie wir sie jetzt haben. Das war in der Steinzeit auch kein Problem. Die Feuersteine können ja nicht weglaufen, die können auch nicht zu einem anderen Feuersteinbearbeiter gehen. Und der neue Lehrling, der hatte alle Zeit der Welt. Das heißt, weder Zeit noch das Material, was bei Ihnen reinkam, war das Problem. Wir haben aber sehr, sehr wenig Bewerber auf die Jobs. Wenig Leute wollen Möbelverkäufer werden und wir brauchen einen Prozess, um die sicher gut zu machen. Der Prozess, wie er jetzt ist, zuschauen und nachmachen, der hat drei Probleme. Das erste ist der Pate. Normalerweise wird ein sogenannter Pate bestimmt. Das ist ein erfahrener Verkäufer, der den Neuen erfolgreich machen soll. Was man verstehen muss, ist, dieser erfahrene Verkäufer hat ein aktives Desinteresse daran, den anderen klein zu halten. Er will den gar nicht gut machen, denn der konkurriert mit ihm um die Provision und um die knappen Kunden, die reinkommen. Deswegen wird er ihm sagen, es funktioniert sowieso alles nicht, es kommt immer auf den Preis an, wir sind viel zu teuer, hier kommt überhaupt nicht genügend Frequenz rein und den anderen destabilisieren, wo er es kann. Deswegen, da kommt das zweite Problem, lernt der Neue von allen, die er sieht, und da lernt er vor allen Dingen rumstehen und darüber philosophieren, was alles nicht funktioniert. Er guckt sich die anderen Verkäufer an und 60, 70% der Zeit vergeht nun mal mit dem Warten auf Kunden, was die Leute fertig macht. Und die stehen zusammen und reden darüber, was alles Käse ist, das Wetter immer viel zu gut zum Möbel verkaufen, die Werbung immer in die Hose gegangen, der Chef immer ein Idiot und die Kunden werden immer schwieriger. Sie wollen nicht, dass der Neue das lernt, oder? Das dritte Problem ist, bei dieser Art Zuschauen und Nachmachen, Sie trainieren Mittelmaß statt die Benchmark, wie Sie sie wirklich haben wollen. Sie wollen ja den Prozess trainieren, den die Top-Leute haben. Wenn Ihr neuer Verkäufer aber einfach guckt, was machen alle anderen, sieht er den Durchschnitt. Und der Durchschnitt ist nun mal der ganzen Bundesrepublik, wird kontaktiert mit, kann ich Ihnen helfen? Der Kunde sagt, nein, ich möchte noch mal schauen. Deswegen nach 3 bis 4 Abweisungen dieser Art versucht der arme Verkäufer es mal anders mit dem kleinen behämmerten Bruder von kann ich Ihnen helfen, nämlich mit, Sie wollen bestimmt nur mal schauen, worauf der endlich mal ein Ja kriegt. Worauf ich hinaus will ist, durch Steinzeittrainings kriegen Sie demotivierte Leute, die sich so verhalten wie alle und das wollen Sie doch nicht. Was ist die Lösung? Sie brauchen ein klares schriftliches Konzept. Mit Meilensteinen, mit Aufgaben, mit Tagesplänen und Wochenplänen, das sicher dazu führt, dass aus einem motivierten Quereinsteiger ein Top-Möbelverkäufer wird. Genauso ein Konzept haben wir erarbeitet, es geht über 10 Wochen. Wir können Ihnen das zur Verfügung stellen und es auf Ihre Firma zuschneiden mit Ihnen. Dazu buchen Sie bitte ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir. Sie finden den Link dazu unter diesem Video. Ich freue mich auf den Kontakt. Ihr Thomas Witt.